So, ich mache mal ein Unboxing-Video von einem Orkos-Paket. Gucken wir doch mal, was da so drin ist. Das letzte habe ich mir, glaube ich, könnt ihr auf YouTube sehen, vom halben Jahr oder so bestellt. Zweimal im Jahr mache ich das. Vielleicht mache ich das in Zukunft auch ein bisschen öfter bei Passion for Fruit oder Orkos, weil ich mehr auf Wildobst gehen möchte, auf reif geerntetes, und da ich dann so wenig essen werde, wird mir da, ja, habe ich auch woanders gar keinen Marktkonsum oder keine Marktkraft, die ich irgendwie einsetze, sondern ist also fast das Einzige, was ich dann halt konsumiere überhaupt, und dann habe ich da auch kein besonders großes schlechtes Gewissen. So. Also das, die grünen Mangos sind wahrscheinlich die Smaragdmangos. Das sagt dann halt auch schon die Farbe. Die sind jetzt schon auch sogar ein bisschen weich, halten aber wahrscheinlich noch. Wir haben jetzt Dienstag. Am Freitag werde ich das Fasten brechen oder am Donnerstag vielleicht. Ich denke mal, bis Freitag werden die auf jeden Fall halten. Das ist jetzt ein halbes Kilo, also 13 probieren sozusagen, Mindestbestellmenge. Das ist eine Wildsorte und die gefällt mir von der Optik schon sehr gut. Und auch von der Größe. Ja, riecht aber nicht besonders. Und die bleiben auch grün, wenn die reif sind. Die müssen einfach nur weich sein. Hier haben wir ganz normale, in Anführungszeichen, Polo-Bananen. Die sind noch nicht ganz reif. Ich denke mal, also die haben zumindest keinen grünen Stiel mehr oder nur noch grün im Ansatz. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Polo-Bananen jetzt ordentlich Punkte kriegen. Aber ich warte halt noch ein paar Wochen mit, und es könnte sein, dass das die einzigen Bananen ist zusammen mit Wildsorten, die überhaupt noch schmecken. Also aus dem Supermarkt die überhaupt nicht. Ich habe auch noch eine Planta-Banane von Quinta Shopping. Die kosten pro Kilo, habe ich jetzt gekriegt, für 3,75 € war im Angebot. Ich habe aber nur zwei bestellt. Das sind Riesenbananen, das sind halt nicht so süße Bananen, die sind eher deftig. Was das jetzt fein ist, weiß ich nicht, weil die ist ja anders und grünlich. Ja, ist wahrscheinlich auch trotzdem noch eine Bojo-Banane, weil sonst habe ich hier nur die Apfelfeigenbananen. Das ist, denke ich mal, eine ursprünglichere Sorte. Da werde ich auch mal gucken, wie die Kerne innen drin aussehen. Weil bei normalen Bananen sieht man ja fast gar keine Kerne mehr. Alles weggezüchtet. Ja, das sieht schon relativ reif aus, wird aber bis Freitag wahrscheinlich auch noch halten. Ich hoffe, dass ich mich nicht ganz spontan zu entschließe, noch länger zu fasten. Weil momentan läuft das halt ziemlich gut. Was habe ich denn jetzt hier nochmal bestellt? Ich glaube, das ist ein Maracuja, weil die sind so leicht. Die sind wirklich sehr, sehr leicht. Eigentlich fast wie Luft. Ja, riecht jetzt nicht auffällig, ist auch Mindestbestellmenge, ein halbes Kilo zum Probieren. Maracuja ist auch eine sehr schöne Frucht, finde ich. Schon sehr lange nicht mehr gegessen. Gut, dann packe ich das mal kurz hier alles wieder rein, damit ich die andere Seite aufkriege. Hole das dann danach alles wieder raus, um das besser zu lagern. Ach, hier haben wir nur die persischen Feigen drin. Das ist die beste Qualität an getrockneten Feigen. Man sieht, dass die Farbe noch sehr schön ist und dass die Form auch noch sehr schön ist und ja, die ursprüngliche Feigenform hat, nur halt kleiner. Es sind aber auch halt Zwergfeigen oder Minifeigen, werden die genannt. Hier hat man mal eine aufgeplatzte und nicht zwei. Und hier habe ich noch eine irgendwo gesehen. Egal. Auf jeden Fall haben die meisten noch die ursprüngliche Farbe und Form. Die sind nämlich am Baum selber getrocknet von der Sonne. Und ist eine Wildsammlung und eine Wildfrucht. Und die werde ich einweichen. Und dann, wenn ich halt nicht genügend qualitatives Obst habe, die als Backup-Plan sozusagen mal versuchen. Die sind auch nicht zu süß. Die sind noch weniger süß als normale Feigen, und normale Feigen sind schon sehr, sehr basisch, also hochbasisch. Das finde ich, da ist eine ideale Frucht eigentlich und ein idealer Backup-Plan. Aber das werden wir in der Praxis natürlich dann auch mal ausprobieren.
So. Das ist eine Kühlbox, da sind wahrscheinlich Datteln drin. Hier haben wir 2 Kilo, hatte ich glaube ich bestellt, ich weiß nicht, Zuckerzitronen. Wenn ich mich nicht irre, sind das die Zitronen, die haben 1,7 Gramm Zucker nur. Normale Früchte haben so circa 10 Gramm oder normale Orangen 8 bis 9 Gramm. Die haben nur 1,7 Gramm und ich möchte ja nicht mehr als 100 Gramm Zucker am Tag konsumieren. Und die schmecken trotzdem süßlich, aber nur die ersten paar, weiß nicht, ich glaube eine halbe Minute oder eine Minute. Und danach wird es bitterlich, wenn man es länger stehen lässt, wenn es mehr an ja, Kontakt mit Luft bekommt. Und da werde ich mal jetzt im Fasten gleich schon ein, zwei probieren, als Flüssigkeitszufuhr. Dann mache ich erstmal die andere Seite auf. So, hier haben wir jetzt noch Cherimoya. Auch eine Mindestbestellmenge. Ach ne, ich habe glaube ich ein Kilo so bestellt. Das könnte sogar schon ein Kilo sein. Ja, auch eher eine wildere Sorte. Ist eine cremige Süßfrucht. Hat aber ungefähr so viel Zucker wie Mango, aber lang nicht so viel wie Banane. Das könnte auch eine sehr gute Bananenalternative sein. Aber langfristig will ich halt komplett auf ja, Süßfrüchte und cremige Früchte halt verzichten. Ja, hier haben wir noch eine. Also ich habe ein Kilo bestellt. Ist aber eigentlich eine sehr gute Frucht. So, hier haben wir jetzt ein Avocado. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das ist. Also ich habe einmal bestellt Sorte Lula. Und das dürfte nicht Sorte Lula sein. Und einmal, was habe ich sonst noch bestellt? Eigentlich Fuerte, glaube ich. Aber die gab es nicht. Ach, ich weiß gar nicht mehr, welche. Ich gucke mal kurz auf den Zettel. Wo habe ich den? Da habe ich... genau, die anderen Mangos, die fehlen auch noch. Ah, doch, Fuerte. Ich hatte, genau, Bacon hatte ich bestellt. Lula und Bacon und Fuerte, glaube ich, sind wasserreiche Avocados. Also die haben zwischen 10 und 15% Fett und so eine Hass-Avocado hat ca. 25% Fett. Und wenn die halt schön wasserreich sind, dadurch, dass sie auch weniger Fett haben, dann sättigen die auch bei Avocados, bei Hass-Avocados besonders, hat man halt immer das Gefühl, dass man isst da mehrere von sogar und hat das Gefühl, nicht satt zu werden. Und das liegt daran, dass die halt nicht genug Wasser haben und keine ursprünglichen Sorten mehr sind. Und die Avocado Lula, das ist wirklich eine Wildsorte, die haben wir hier, Moment, das ist die hier. Die hat dann auch einen viel größeren Kern, wahrscheinlich geht er von hier bis hier. Und ja, die Fuerte war jetzt einfach mal zum Ausprobieren auch. Ich weiß jetzt gar nicht, welche ist, aber ich denke mal, die Wildsorte ist die kleinere. Ja, und von den kleinen, wenn ich von den kleinen dann so 4 Stück esse, dann habe ich eine ganze Mahlzeit und bin dann halt auch wirklich satt, ohne dass ich halt Zucker habe, ohne dass ich zu viel Fett habe. Aber es wird es trotzdem maximal einmal die Woche wahrscheinlich geben, weil das Fett halt trotzdem nicht so geil ist. Genau, hier haben wir dann eine Mango Amelie, 7,50 € das Kilo. Ich habe die von Edeka auch geholt. Boah, das ist eine richtig große, schwere Mango. Ich habe die von Edeka geholt, aber die lagert jetzt hier schon eine Woche. Ist nach einer Woche immer noch nicht reif, immer noch komplett grün und wird schon an einer Stelle schimmelig. Auch wenn die dann 2 Euro nur kostet oder woanders habe ich auch für 1,90 und im Internet für 1,50 pro Stück gesehen, sind 400 Gramm. Wenn die halt nicht wirklich oder so lange brauchen, reif zu werden und dann auch vorher schimmelig wird, dann lohnt sich das nicht. So, hier haben wir dann noch die anderen Avocados, das ist jeweils ein Kilo also. Also die 5 Avocados, ne 6 Avocados ist ein Kilo. Und die 2 sind zusammen ungefähr ein Kilo. Und dann haben wir als letztes hier Drachenfrucht. Habe ich nur bisher einmal gegessen und zwar konventionelle und da habe ich mich sofort drin verliebt, eigentlich in die Drachenfrucht, auch schon das Aussehen, ich finde, das sieht halt ziemlich genial aus, deswegen hat sie wahrscheinlich auch ihren Namen. Ja, auch noch ein halbes Kilo zum Probieren erstmal, Mindestbestellmenge, schön reif geerntet.
Und mal gucken, wie süßlich die schmecken. Also, sie haben ungefähr 7 Gramm Zucker, also deutlich weniger als normale Früchte. So ein Apfel hat ungefähr 13 Gramm. Und schmeckt deswegen auch ziemlich basisch und ziemlich ja, neutral, sage ich mal. Und ziemlich ausgewogen, ausgeglichen. Ist dann halt auch eine ziemlich ursprüngliche Frucht, wie man halt auch an der Form, denke ich mal, erkennen kann oder an den Charakteristika. Und genau, da bin ich gespannt, also wie süß sie halt schmeckt, weil die aus dem Handel, die haben kein bisschen süß geschmeckt. Das kommt aber daher, habe ich jetzt gehört, dass sie halt wirklich nicht reif sind. Ja, es waren jetzt insgesamt 12,5 Kilo Früchte und der Preis ist schon nicht schlecht, also knapp 90 Euro. 5 Euro Versand. Ach ja, die Datteln habe ich noch gar nicht gezeigt. Also im Idealfall, wenn der Körper befreit ist von komplett von Altlasten, dann kommt man, ja, ich sag mal, in der westlichen Welt mit am Tag 250 bis 500 250 bis 400 Kalorien aus. Im tropischen Regenwald vielleicht auch nur ein bis zweimal die Woche irgendeine Frucht essen. Also im Idealzustand, und ich denke mal, ich werde bei ungefähr 500 oder bei 0 bis 1000 Kalorien liegen nach meinem jetzigen Fasten. Werde ich damit sogar vielleicht 2 Wochen rumkommen, also mit 12,5 Kilo Früchten. Vielleicht auch nur eine Woche, dann ist es halt, bleibt es halt eine Ausnahme, dann ist das teuer, oder 10 Tage wird es wahrscheinlich sein. Aber bis 250 Euro im Monat werde ich an Früchten ausgeben, und besonders gespannt bin ich gleich auf die Zuckerzitrone. Also da bin ich wirklich auch am meisten gespannt von allen Früchten, weil mir halt die wasserreichen Früchte und ja, das, woraus ich Fruchtsäfte machen kann, die nicht so zuckerreich sind, am meisten interessieren. Aber mich interessiert eigentlich alles hiervon, sogar die Mango Amelie, ob sich das lohnt, die noch zu holen oder halt im Vergleich mit den aus Bioläden. Also wie der Vergleich so ist, so reif geerntet und so weiter, voll sonnengereift. Und wie der Vergleich ist halt zur Smaragdmango, zur Wildsorte. Wenn ich das nächste Mal bestelle bei Passion for Fruit wahrscheinlich, dann werde ich da auch mal eine wilde Sorte von Papaya probieren, dann eine relativ neutrale oder wildere oder ursprünglichere Ananas und vielleicht Sapote oder sowas, da mache ich nochmal ein Video zu. Packe ich mal kurz hier die Datteln aus, die gekühlt sind. Das Kühlding hat leider 2 Euro gekostet. Die Datteln selber, glaube ich, 10 Euro. Von 600 Gramm. Das sind Medjool-Datteln, aber Medjool-Soft-Datteln. Aber Soft-Datteln heißt nicht unbedingt, dass das frische Datteln sind. Und da die Saison sowieso schon lange zu Ende ist, die geht ungefähr September bis maximal Februar. Und das Februar ist halt schon die Lagersaison von frischen Datteln. Weiterhin können frische Datteln halt nicht ohne Behandlung gelagert werden. Wenn die länger gelagert werden als Februar, sind die meistens tiefgefroren, also gekühlt worden. Also wenn die schockgefroren sind, dann geht das sogar noch bezüglich der Rohkost, ansonsten platzen die Zellwände auf. Aber ich würde nicht mal schockgefrorenes zu mir nehmen. Wenn ich das jetzt auch schon aufkriege, ich hole es mal ganz raus. Noch nicht ganz. Softdatteln ist es wahrscheinlich so, ich bin mir nicht genau sicher. Aber so ist es zumindest bei allen anderen Trockenfrüchten, die als Soft bezeichnet werden, also Soft-Aprikosen, Soft-Feigen, dass die erst getrocknet wurden und dann im Nachhinein halt mit einer schonenden Dampfbehandlung, bei manchen auch nicht so schonend, halt wieder Flüssigkeit gesaugt haben durch den Dampf. Und das ist bei denen hier wahrscheinlich auch so, und das ist halt eine, ja, eine bessere Alternative, aber man kann im Prinzip die auch selber einweichen und braucht die gar nicht soft kaufen. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal den Vergleich haben. Ach Mist. Das ist schwierig mit einer Hand. Moment. Ja, ich mach das hier noch kaputt. Moment.
So, ist auch schon ein Kühler drin. Das Akku kostet wahrscheinlich 2 Euro. Hat man zumindest jetzt noch einen Kühlakku. Brauche ich zwar nicht, aber was soll's. Dattel, Medjool, Tendre Rustique, Dattel Medjool Soft Rustikal. Tender, genau, Soft. Ja, kriege ich halt auch auf irgendwo. Ich suche gerade. Ja, da, Moment. Open. Dann öffne bitte auch mal. Also Softwaffen müssen natürlich gekühlt werden. Deswegen tue ich die auch gleich in den Kühlschrank. Weil es halt frische Früchte sind. Und die sollen zumindest ja ein bisschen halten, sollen die auf jeden Fall. So sehen dann die Soft Medjool aus. Die riechen ziemlich gut, vanillig, karamellig. Ja. Und dann probiere ich gleich mal die, oder nachher, momentan habe ich keinen Durst, nachher dann mal die Zuckerzitronen. Bis dann, ciao.